Moinsen Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Wir zocken Crunch Nummer 3. Wer es im Stream gesehen hat, wir sind richtig abgegangen. Ich hoffe, ihr habt es nicht verpasst. Wir nehmen Sauge des Fürsten mit. So, das hier ist ein Final Gaming Deck. Ich weiß nicht, wann ich das Video hier raushaue. Wahrscheinlich erst irgendwann, wenn der Guide dazu draußen ist oder so, weil ich will dann, vielleicht ist das ja auch der Guide zu diesem Deck, wenn sich da nichts ändert. Wenn das so ist und wenn es nicht so ist, ist ja auch egal, unten in der Beschreibung findet ihr dieses Deck. Ich weiß den Namen leider noch nicht, aber es wird wahrscheinlich bisher das einzige Crunch-Deck sein. Norden, dem verdanke ich diesen wunderschönen Crunch-Skin in Chrom, obwohl ihr könnt ein bisschen mehr glänzen, ne? Aber ist ja auch egal. Wir haben den wunderschönen Crunch-Skin und wir fangen im Jungle an. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Deck. Ich habe es bisher nur auf Crit gespielt. Ich probiere es heute jetzt mal in dieser Aufnahme ohne Crit. Ja, so ist der Plan. Also wir spielen mal ohne Crit. Weil ich persönlich glaube, bei Crunch sollte man ein bisschen auf Fähigkeiten gehen. Also Fähigkeiten-Damage und so, finde ich da persönlich, macht mehr Sinn. Aber der Kev meint, der muss ja auch schnell draufhauen können und da braucht er ja natürlich auch großen Schaden und Crit und so. Bin ich mal gespannt. Der Greenbuff haut natürlich rein hier am Anfang. Egal ob Sauger oder nicht Sauger. So. Dann bin ich mal gespannt. Erste Mal mit diesem wunderschönen Skin hier. So, mach mal. Ich wollte eigentlich Rechtsklick skillen. Scheiße. So, egal. Kriegen wir schon hin hier. Kriegen wir schon hin. Einer nach dem anderen. Komm, da kommt noch einer. Den machen wir auch noch hier. Immer fett auf die Fresse drauf. Crunch sieht auch immer irgendwie ein bisschen aus jetzt wie so ein Riesenminion, oder? So eine Mittelstufe aus Mini-Minion und OP-Buff. Also zwischen dem Orb-Prime, also dem Prime-Boss quasi. Irgendwie so eine Zwischenstufe. Finde ich ganz cool, dass die so den Stil auch so ein bisschen beibehalten da. Jetzt ist mein Mana schon leer. So. Kriegen wir da den einen Punkt noch zusammen, damit wir mal zurückgehen können, um uns einen Heiltrank oder so zu kaufen? Ah ja, okay, habe ich jetzt geschafft. Dann kaufen wir uns jetzt mal einen Heiltrank oder was und gehen dann links auf die... Ah, warte, wir können auch. Ich habe eine Idee. So, wir gehen mal hier kurz zurück. Skillen mal den Rechtsklick. Machen dann mal einmal auf zurückgehen. Vielleicht können wir auch den Jungle von den Gegnern kurz invaden. Nehmen wir aber jetzt den Heiler-Token mit. Komm, wir gucken mal. Wir gucken mal im Gegner-Jungle. Wir gucken da einfach mal rein. Da rennt auch eine Countess rum. Da hinten. So. Der da hinten was ab. So sieht's aus, meine Freunde. Macht der Alten mal ein bisschen Damage da. Ist da am Tower. Wo ist denn deren Jungler? Wer ist denn deren Jungler überhaupt? Ein Chimera. Snowball! Oh, nee! Es ist Snowball, Alter. Fuck, es ist Snowball. Snowball ist ein richtig gut, da läuft er schon. Snowball ist ein richtig starker Dude. Ich mache jetzt mal auf gut Glück seine Minions hier einfach. Ich muss gucken, dass er auf der Lane bleibt. So. Oh, da hat er schon einen erwischt. Aber lustig, dass er hier on ist und mitspielt.
Und Tess macht da den. Ich hätte gern 3 Punkte. Komm, wir gehen mal zurück. Unsichtbar, die Alte? Ich habe leider kein Ward. Ich weiß nicht, wo sie ist. Schön, einer ist tot. Hm. So, ich bleib mal hier mit auf der Lane. Oh, Double Kill. Oh, nicht, dass da jetzt noch einer stirbt. So, Murdoch ist wieder da. Ich gehe wieder runter. Geh zurück, Alter. Es lohnt jetzt nicht, nochmal da zu sterben. Ich muss jetzt hier farmen. Komm, wir brauchen den Ward. Wir brauchen den Ward, Leute. Aber Snowball im Gegnerteam, das heißt auf jeden Fall schon einiges. Vielleicht können wir den nächste Runde mal mit einpacken ins Team. Dann haben wir schon mal bessere Chancen, obwohl er den Jungler eigentlich immer spielt. So, ich gehe mir erstmal den Ward kaufen. Komm. Warten und dann, wo ist der Ward? Da. Machen wir jetzt mal den Green Buff und dann gehen wir direkt in den linken Jungle, weil da müssten jetzt noch 2 Fünfer-Camps stehen, die wir dann noch schnell hinter uns bringen. Müsste ich ja eigentlich mal whispern, dem Typ. Aber ne, machen wir. Der hat ja letztens auch im Stream mitgezockt. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der war auch mit im Teamspeak drin. Auf jeden Fall ein korrekter Dude. Grüße an dieser Stelle. Vielleicht hat er mich ja noch gar nicht gesehen. Wäre ja lustig, ey, wenn wir ihn gleich mal die Hucke verprügeln könnten. Aber dazu brauchen wir jetzt erstmal Level 5. Was wir gleich nach den 2 Fünfer-Camps erreicht haben. So. Hier ist ein Dreier-Camp, okay. Dann halt ein Dreier-Camp. Vierer, okay, auch gut. Immer mitten in die Fresse rein. So, und dann das Camp hier drüben noch. Wenn Gideon es nicht gemacht hat. Nein, Fünfer-Camp, alles klar. Dann machen wir das. So, jetzt haben wir Level 5. So. Wir haben einen Punkt. Countess ist in der Mitte. Snowball rennt da rum mit dem Schild. So, ich muss das Fünfer-Camp hier noch machen. Ich habe wenig Leben, deswegen, ich würde den gerne helfen, aber ja, ich habe gepinkt, Vorsicht, rechter Pfad. Komm, wir gehen mal schnell. Ich hätte gerne noch 3 Punkte, also noch 1 Punkt mehr. Und wir probieren die ja auch hier kurz. Komm, immer mitten in die Fresse hier. Ich habe leider keinen Mana. Mal ein Minion nach dem anderen. Okay. So, jetzt muss ich back. Kriegen die beiden den Tower? Sieht so aus. So, machen wir hier Leben und alles raus. Der Tower ist leider weg. Ich konnte auch nicht verteidigen gehen. Weil mir dazu leider die Leben und das Mana gefehlt haben. Und dann lieber jungeln als sterben. Hm, die Countess, da würde ich schon gerne machen. Echt, jawohl. Ach nee, das war Sparrow. Gideon ist tot, ich hole mir schnell den schneller laufen Buff. Alter. Nein! Okay, er ist aber auch noch gestorben. Countess, komm. Ja, hinterher! Kriegt ihr nicht, hä? Okay. Scheiße, ey. Gucken, ob ich ihn wispern kann. Warte mal. Wie macht man das? Tab. So, wer ist er denn? Tower is under attack.
Gib mal auf. Okay. So, Sauger des Fürsten, da können wir nichts reinmachen. Wir könnten aber noch können das Heiler-Token rausschmeißen und gehen als erstes auf... Auf was gehen wir denn? Das hier eigentlich gerne mitnehmen. Wir schmeißen den Sauger raus. Komm, scheißegal, wir nehmen jetzt das hier mit. Und einen Schubsaft. Hey, und einen Schubsaft, habe ich gesagt. So, jetzt. Ah, da schreibt er. Der Snowball. Hat schon 3-1. 3-1-0, ich hab... Oh, vielleicht kann ich da irgendwas reißen. Steel hat geultet. Versuch mal hinter die zu kommen. Kriegen die beide, oder? Am rechten Pfad angreifen hier. Komm drauf, 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 drauf. Wir holen den Tower, wir holen den Tower. Komm rauf hier. Oh, ich habe wieder Ehre den Reihen gekauft, anstatt Scheiße, ich hab falsche Karte. Mann, ich denke immer, das wäre die andere. Okay, wir müssen die gleich wieder verkaufen. Schön gemacht, Leute. Nee, hey, komm zurück. Snowball kommt jetzt bestimmt. Aber muss ich mir merken, dass ich gleich mal 2 drücken kann. Ach, fuck. Wo ist die alte hin? Okay, ich hab sie. So, 3. Oh, das Kackminion hier. So, die alte ist auch tot. 3 Punkte hätte ich ja schon gerne, wenn ich jetzt gleich weggehe. Wir machen aber jetzt erstmal hier weiter. So. Weasel Crunch. Hier haben wir nämlich 4er Camps schon stehen. Ja, komm, wir laufen im Kreis. Vielleicht hält unser Schild dann ein bisschen länger. Oh, was machen die denn da, Alter? Steel, rein da, rein da, rein da. Okay. Der hat auch eine Ulti. Da habe ich jetzt nicht so Bock, da reinzugehen. Dann machen wir lieber unser Schild noch fertig. Und gehen dann gleich back. Guck mal, einer ist schon down. So, machen wir hier das Schild mal rein. Hallo. Komm, hier, die machen wir noch. Dann gehen wir back und kaufen uns das andere Item. Ich muss da mal drauf achten, dass ich das richtige Item nächstes Mal kaufe. So, zack. Oh, da kommt, ist noch ein Minion hier. 2 Wards. Mitte muss verteidigt werden. Komm, wir gehen schnell back. Und verticken das Item. Kaufen dann... Weiß ich nicht. Also das muss raus. Wir brauchen strahlende Hülle. Das wollte ich haben. Dann können wir direkt mit dem Rostbrecher weitermachen. Machen wir mit dem Rostbrecher weiter und danach gehen wir auf Attack Speed. Fuck, fuck. Ich probiere nach rechts, nach links zu kommen. Okay, lauf, lauf, lauf. Da ist noch eine Wave. Und Crunch. Oh, er hat die noch bekommen. Ich versuche noch zum Tower zu kommen. Nabesh, Howie. Okay, hier sind ja alle. Okay, einen habe ich bekommen. Ja, scheiße. Mitte auch. Leute, wo seid ihr alle? Fuck. Kommen die hier doch durch? Oh, Hilfe hier, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sehe leider nichts. Okay, machen wir hier weiter. Zwei Tower verloren, ey. Er hat gewordet, das wollte ich gerade auch machen. Machen wir hier weiter.
auch 5 Punkte für den nächsten Shop-Gang. Vielleicht können wir das mal hier gerade ershoppen. Erfarmen meine ich natürlich. Ich mache den Green Buff und keine Ahnung, dann gehe ich mal das eine Camp dann noch machen. Murdoch, der kann mich auch ruhig mal allein farmen lassen. Oh, guck mal. Junge, 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 was geht hier ab? So, wir haben 5 Punkte. Dann gehen wir mal back. Auf beiden Seiten einer tot. Rechts wird jetzt gepusht von unseren Minions. Mitte wahrscheinlich auch. Jetzt haben wir krassen Dings noch. Krasse Durchdringung. Da ist ein Howitzer beim... Oh. Das war natürlich mies. Das war sehr, sehr mies. So, dem... Ich muss da rein. Heal, Ulte. Ey, kriegen wir auch noch, komm. Fuck. Okay, wir haben ihn. Links verteidigen. Fuck. Also die machen ja schon gut Druck auf die Tower, muss ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zurückpushen. Ey, die lutscht da auch weg, alles klar. Vielleicht können wir da oben auch mal einen Tower holen. Snowball tot ist, finde ich das ja sehr angenehm. Rein jetzt hier, komm, den Tower holen wir. Sparrow. Da kommt noch einer. Fuck. Oh, fuck. Superman! Oh shit, kommt der da weg? Komm, Gideon, bitte. Kein Mana mehr für Rechtsklick. Nein! Nein, ihr Wichser, scheiße. Okay, wir brauchen einen Attack-Speed, Leute. Mehr Attack-Speed. Oh. Schön gemacht. Der ist herausgekommen. Ah, er ist tot. Keine Chance. Keine Chance. Was soll ich da machen? Ah, hat Snowball getroffen. So, Mittelfeld. An allied inhibitor is under attack. Oh, schöne Ulti. Da kommt die Ulti von Howie. Die kriegt ihr doch beide noch, oder? Schön. Los auf die linke Lane. Ich gehe gleich hin, ich mache hier das Camp noch. Warte mal hier. Ist ein Ward. Warum macht den denn keiner kaputt, den Ward?
Muss ich das etwa tun? Da mache ich das. Kostet mich nur einen Schlag. Guck. Jungle von denen ist gemacht. Okay, die haben hier ein Ward irgendwo. Hack. Ey, nicht da rein. Was ist denn der da oben? Fuck, ey, konnte ich ja gar nichts machen. Der quieselt mich so weg, der Typ. Mann, 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 Mann. Okay, der ist aber jetzt auch gestorben. Hast du noch eine Rakete? Okay, schön gemacht. Komm, hol... Scheiße, da sind noch zwei am Leben. Raus da. Leute, Rückzug, Rückzug. Oh, was macht denn der? Der läuft da so komisch seitwärts. Ich bin wieder PlayStation-Spieler. Man kann nicht mal Assi schreiben hier. Was ist denn das für ein Mist? So. Schokolade auch wieder leer. Zwei Punkte. Ich muss jetzt mal ein bisschen farmen. Rechts geht keiner verteidigen. Vom Schubsaft raus, der bringt nichts mehr. Machen wir lieber hier das Ding rein. Ich versuche da irgendwie hinzukommen. Superman! So! Jetzt machen wir auch Damage hier, oder? Wird klar! Den Buff hole ich mir. Rennt Snowball rum. Nein, wir machen doch jetzt nicht den OP. Zwei auf der linken Lane. Snowball und dieser Caligula-Typ. Sir Colo Colomo. Geht der da hoch? Ah, da kommt noch Nabesh, Alter. Sind da zu zweit? Rein, 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 rein. Den kriegen wir, den kriegen wir. Schön gemacht. Auza kommt da noch. Egal, rein, durch, durch, weiter durch. Wir machen den Tower. Einer muss Mitte verteidigen. Geh zurück. So, ich gehe zurück. Wir kaufen. Was kaufen wir denn? Berserkertrieb. Dann brauchen wir noch ein bisschen Leben. Wir müssen da weitermachen. Wir haben leider. Oder haben wir einen Slowpush da? Nee, haben wir nicht. Kommen auch alle wieder jetzt gerade. 7-3, Snowball hat 7-4. Und sind wir gleich. So, ich muss hier leider deffen. Aber so kriegen wir wenigstens alles gepusht. Haben wir noch eine Lane? Jawohl, die haben den Tower auch bekommen.
Komm, geh zurück. Nicht zu viel wollen. Das geht nur in die Hose. Muss jetzt nämlich zum Tower kommen. Dann geben wir ein bisschen Gas hier. So, eine Minion Wave habe ich da noch. Lass mal hier mal ein Ward am Eingang. So, alles mal vermöbeln hier. Schön. So, wir haben einen Tower bekommen und die Gegner haben keinen Push gemacht. Es ist gut, dass ich zurückgegangen bin. War vielleicht schlecht, dass sie dann da nur noch zu viert waren, aber die haben den Tower ja bekommen. Und wenn wir den Tower nicht bekommen hätten, dann hätten wir auf jeden Fall auch keinen verloren. Man muss auch ab und zu einfach mal deffen gehen. Gegen die Minions, auch wenn da keine Gegner sind. Aber das ist auch notwendig, Leute. So, dann können wir uns noch ein bisschen was snacken. Manchmal kommt kein Ton bei Crunch. So, da ist Countess. Braucht man hier Hilfe? Ich würde gerne die Raptoren machen. Murdoch. Komm, alles drauf hier, drauf hier. So, haben wir einen, haben wir einen. Haben wir auch. Schön. Au. Und zurück, Rückzug, Leute. Ich habe zu wenig Leben. Murdoch ist da, Snowball rennt da hinten rum. So, ich gehe kurz back. Ich würde mir gern ein paar Leben kaufen. Und sowas. Wir machen uns das hier voll. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Leben und auch ein klein bisschen mehr Mana-Vorrat. Was ja eigentlich ganz gut ist momentan. Ich habe nämlich keinen Bock, wieder so schnell zu platzen wie vorhin. Was ist mit dem... Nein, nicht Rückzug. Wir sammeln, Alter. Komm, gleich. Ach, Mann, ey, jetzt ist der... geportet. Das ist doch kacke hier, was wir hier machen. Wir rennen hier rum wie Behinderte. Kriegen nichts auf die Kette gerade. Haben die in der Mitte auch wieder einen Slow Push. Murdoch back. Ich hoffe, er geht back. Ja, geh doch dahin zum Verteidigen und wir greifen an hier. Oh Mann, Leute. So wird das nix. Wir müssen auch mal ein bisschen angreifen. Wir sind mit den Punkten vorne. Was heißt denn aufholen auf Englisch? Close up. Okay, ich krieg was aufs Maul. Fuck, 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 fuck. Hä?
denn der Depp? Wer ist denn das? Und den auch noch. Minions. Haben wir einen? Der andere, der... Okay, Murdoch geht dahin, super. So macht man das. Wenn man Low Life hat, einfach zurückgehen und deffen. So. Jetzt haben wir Minions. Fuck, ich krieg aufs Maul. Komm, zurück, Leute. Habt nur Salty Leute im Team, schreibt er. Alter Schwede. Junge. Oh Mann, jetzt habe ich es weggedrückt. So, wir müssen aber hier mal Kinetik und Angriff reinmachen. Kämpfen. Muss immer, das müssen die mal umändern, dass man immer... Oh. Oh. Pre-Warden. Also manches sind so manche Kleinigkeiten, die könnten die bei Epic Games ja schon mal schneller ändern. Zum Beispiel mit dem Chatten, dass man auf Tab dem letzten schreibt, den man gewispert hat. Und wenn man zweimal Tab drückt, weißt du, dass es halt automatisch so geht. Komm, mein Freund. OP ist gewordet. Die sind da zu dritt. Da ist Snowball. Schisser, Alter, der Schisser. Sind zu viert. Oh, da ist Countess. Soll ich mal den Ward wegmachen. Junge, da hinten ist Fähigkeiten-Schaden ein bisschen höher. Snowball läuft da unten lang. Hier sind zwei. Ich brauche hier Hilfe, Alter. Nein! Kann nicht sein, dass der überlebt hat. Ne, der ist tot. Okay, ich push die Mitte raus. Das war gut, er hat einfach ein bisschen Damage gedrückt, dann auf die Hilfe abgewartet. So, guck mal, ey. Sieh mal einer, guck. So, da ist eine Sparrow. Ja, fick dich, Sparrow. Die sind noch auf Gideon. Ich muss erstmal backporten. Da ist hier noch ein Ward stehen und porte dann back. Die haben ja keinen Murdoch oder so. 49. Also wir haben 9-3, wir stehen auf jeden Fall gut da mit Crunch mal wieder. So, wir machen hier noch ein bisschen mehr Angriff rein. Okay. Wo sollen wir gehen hin? Gideon kriegt den Inhib nicht kaputt. Ich push rechts, der müsste aber die mittlere Lane nochmal einmal anstupsen oder so. Das wäre ganz gut. Und wir müssten eigentlich auch mal den OP machen. Guck mal, Countess wieder down. Unreal. Alter, wer ist denn der Unreal, Alter? Murdoch 10-2. Double kill. So. Alter, jetzt sind sie aber alle verreckt, ey. Triple kill.
Bitte, die kommen jetzt hier hin. Einer ist da, einer ist da. Nur fucking ein Minion, Alter. Ja. Puh. Jetzt hier mal ein Ward stehen, damit wir da sehen können, wenn da einer hinter dem Vorhang ist. Ich geh weg, weil die anderen sind wieder gespawnt. Hier der Green Buff noch. Da ist der Salty Chimera. Das ist ganz ohne OP-Buff, mein Freund. Unstoppable. So, Countess ist da. Wir müssen den rechten Pfad auch verteidigen. Ah, ist der blöde Depp hier. Das gibt's doch nicht. Geh zurück. Nicht links angreifen. Lass mal rechts machen. Komm, wir nehmen hier das Amulett noch mit. Gehen noch auf ein bisschen Leben, dann haben wir unser Max-Leben erreicht. Geh zurück, Alter. Die müssen komplett pushen. Ich mach rechts. Mach den scheiß Orb, komm, geht einfach hin. Guck mal, easy hier. So, ich komm jetzt da hin. Gerade noch den Green Buff. Yo. Krieg ich das hier noch voll? So, jetzt nochmal hier erhöhter Fähigkeitenschaden und dann durch die Mitte, Alter. Alle durch die Mitte. Komm, 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 komm. Alle durch die Mitte. So, lass hier die Minions machen. Nein, falsche Attacke. Kein Ding, kein Ding, Alter. Alter, Crunch ist so eine Maschine, ey. Alter Schwede, ey. 11-3, wie viel hat Snowball? 9-8, guck mal, ey. Der hat das Dreifache vom Zweitbesten gemacht bei denen. Und, Alter, der Einzige, der positiv steht. Nabesh mit 1-10, Sparrow mit 1-7, Howitzer mit 1-7. Guck mal, ey, der hat fast alle Kills gemacht. Contest hat noch 3 Kills rausgerobbt. Bei uns, ey, ich mit 11-3, Murdoch mit 15-3. Ist ja der Wahnsinn, Alter. Ist ja der Wahnsinn. Gut, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Das war auf jeden Fall dieses wunderschöne Quizzle-Deck. Ich weiß noch nicht, wie es heißt, aber ich hoffe, ich konnte euch mal zeigen, wie man es spielt. Wir haben es jetzt ohne Crit gespielt. Natürlich kann man das auch mit Crit spielen, wenn man möchte. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Bis dahin, stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.